Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hagenbeck muss hier auf Schuckibanoki New Television. Ja, ich muss immer noch 10 Kilo abnehmen und war letzte Woche ja schon beim Carsten Kutscher, meinem Hausarzt. Der hat mir ein paar Tipps gegeben zum Abnehmen. Und heute seht ihr davon den zweiten Teil. Denn wir haben so viel gequatscht, dass wir daraus wieder mal zwei Teile machen mussten. Also, viel Spaß damit! Was hältst du denn in diesem Zusammenhang von diesem Intervallfasten? So, unter Intervallfasten verstehst du 16 Stunden nichts zu essen, dann über Tag ganz normal essen. Ja, halte ich für eigentlich sinnvoll. Ob 16 Stunden sein muss, weiß ich nicht, aber auch da, ich persönlich bin der Meinung, wir würden viel besser leben, wenn wir öfters mal überlegen, wo wir herkommen, wo etwas herkommt und wie wir so sind, warum wir so sind, wie wir sind. Mhm. Schließlich haben die Menschen es geschafft, etliche zig hunderttausend Jahre Entwicklung zu überleben ohne Ärzte. Ja? Ärzte gibt es seit, wenn man es gut will, seit 2000 und so richtige Ärzte. Also einen richtigen Arzt gibt es jetzt seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren, ja? Ja, seit 30 Jahren Medizin, aber egal. Okay. Und wenn man jetzt denkt, wie ist das mit dem Essen und Leben früher gewesen? Wir haben am Tag gegessen und haben nachts geschlafen. Und das waren dann meistens so 12 Stunden etwa, 8 bis 12 Stunden. Und in der Zeit haben wir nicht gegessen. Und das machen wir ja heute auch normalerweise nicht. Also ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass wir einem Körper die Möglichkeit geben, eine Phase zu haben, in der wir nicht irgendwas zu uns nehmen. Ob die jetzt 12 Stunden oder 16 Stunden ist, will ich mal dahinstellen. Ja? Mhm. Also wenn man das letzte um 6 Uhr abends essen würde und dann einfach aushält bis am nächsten Morgen, dann hat man schon wieder eine gewisse Zeit. Genau. Und dann über Tag normal essen. Genau. Ob man das schon als Intervallfasten bezeichnen will, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ja, aber kann einigermaßen physiologisch, also sogar normal und gesund sein, wenn man überlegt, wo es herkommt. Ist definitiv so, dass in der Zeit natürlich die Insulinausschüttung gegen Null gefahren wird, weil kein Zucker kommt, keine Kohlenhydrate kommen und damit also auch keine Fette aufgebaut werden können, deshalb Insulin runtergefahren wird, damit das Insulin nicht in die Zellen aufgenommen wird, der Zucker nicht in die Zellen aufgenommen wird, wir nicht unterzuckern. Das ist also der Normalzustand, ja, der Nacht. Und deshalb kann das Intervallfasten, so wie du es schilderst, sinnvoll sein. Wenn ich dann aber morgens anfange mit dem Steak und dem beschmiert mit Nutella und dazu noch die Fleischwurst und dazu dann vielleicht noch einen dicken Kakao oder in Bayern, ja, du merkst, worauf ich hinaus will, ja, dann wird das nicht funktionieren. Ja. Nee, das ist klar. Also wenn du das so machst, dass du nachts nichts isst, am Tag dann dreimal isst, ja, ja, dann sind wir ja quasi schon dabei, wo ich ja drauf hinaus will. Man sollte zwischen zwei Mahlzeiten mindestens 5 Stunden haben. Ja. Ja. Ja, und da zwischendurch sollte man auch nichts zu sich nehmen. Also nichts, was jetzt falsch nicht stimmt nicht, sondern viel trinken, allerdings alles ohne Kohlenhydrate. Ah, wieder eins meiner Lieblingsgerüchte. Cola ist ungesund. Warum? Ist es, glaube ich, nett. Ja, also wenn man so will, Cola Light besteht zu 99,999% aus Wasser. Ja, und das Restliche ist ein bisschen Farbstoff und ein bisschen Süßstoff. Das kann so ungesund gar nicht sein. Außerdem glaube ich auch, also normale Cola. Ich glaube halt einfach auch, und wenn ich zwischendrin mal Bock auf ein Glas Cola habe, ja mein Gott. Kann das nicht verkehrt sein. Wenn es keine, pass auf, der Punkt ist die Kohlenhydrate in der Cola. Also wenn du normale Cola mit Zucker zu dir nimmst, nimmst du Kohlenhydrate zu dir. Und dann sagt der Körper natürlich, der gerade sowieso ausgepresst ist und der danach lechzt, irgendwie Zucker zu sich zu nehmen, sagt, Zucker. Und jetzt schalte ich wieder oben auf, ich baue wieder Fett auf. Zucker. Genau, schlecht, ganz schlecht. Deshalb ist tatsächlich die normale Cola oder das normale Getränk, Orangensaft ist genauso mit Kohlenhydraten voll wie Cola. Ja, ja, okay. Ja. Ist halt so. Ja. Und die Orange ist übrigens auch keine heimische Frucht, weil es gibt ja Menschen, die überhaupt, man sollte nur heimische Sachen zu sich nehmen. Nein, ist sie nicht, nur so am Rande erwähnt. Also, was mit Bananen? Bananen sind auch nicht wirklich heimisch, obwohl es Europa-Bananen gibt. Wenn man es also europäisch denkt, dann könnten wir ja... Ich weiß aber nicht, wo die herkommen. Es gibt so viele europäische Gurken, habe ich so den Eindruck. Ne? Es gibt einige Gurken in Europa, das kann man so sagen, ja. Ja, ja. Ja, und nicht nur, aber egal, da komme ich gleich nochmal zu. nicht nur auf, sondern auch am Tisch. Die
Was soll ich jetzt sagen? Achso, die Cola an sich ist also wahrscheinlich, glaube ich, nicht wirklich so gefährlich. Mhm. Und der Süßstoff, der da drin ist, Süßstoff ist ja zurzeit extrem verpönt, ja, weil alles ja so wahnsinnig bio ist und alles so wahnsinnig gesund sich ernährt. Und dass man ja Mäuse, wenn man denen ganz stundenlang Zyklamat gibt, kriegen die alle Krebs. Genau wie wenn man denen verbranntes Fleisch gibt, dann kriegt man ja Darmkrebs. Und wir leben ja in so einer gefährlichen Zeit, ja, alles ist giftig und überall werden wir umgebracht und so gut wie uns ging es uns noch nie, so gut wie heute. Ja, so gut wie heute ging es den Menschen noch nie. Wir haben noch nie so gesund, ich rede jetzt hier von Mitteleuropa, von Deutschland. Ja. Ja. Wir haben noch nie eine Zeit gehabt, in der es den Menschen en gros so gut ging und wo sie so lange gesund leben konnten. Ja, also ich glaube, dass Bleivergiftungen im Mittelalter an der Tagesordnung waren. Ja, wo jeder seinen Bleibecher hatte. Richtig. So, also dieses, diese Angst vor, oh Gott, ich könnte ja irgendwas Giftiges zu mir nehmen, ja, ist, glaube ich, da fehl am Platz. Mhm. Allerdings, das gehört auch noch dazu, wenn ich abnehme, also auf einen anabolen Stoff, also einen Abnehmstoffwechsel schalte, dann werden natürlich Substanzen, die in meinen Fetten gespeichert sind, abgebaut. Und dazu gehören auch Giftstoffe. Und die müssen raus. Und die werden ausgeschieden über die Niere. Also Leber, verstoffwechselt, Niere ausgeschieden. Ja. Und deshalb muss man gerade dann, wenn man abnimmt, sehr viel trinken, um diese Menge der eventuell anfangenden, im Fett gelösten Giftstoffe auch ausscheiden zu können. Wenn ich das nicht mache, passiert was? Wahrscheinlich gar nichts. Also wir reden jetzt hier, wir streiten des Kaisers Bart. Okay. Höchstwahrscheinlich wirst du dann nicht vergiftet oder sowas. Okay, ja? Okay. Weil also, ich gerade so vor, weißt du, so ein Filter, den ich jetzt nicht leer mache. Ja, aber höchstwahrscheinlich passiert ja nichts. Okay. Genau wie der, das ist aber, was ich meine, mit gesund oder nicht gesund. Das ist alles so, oh. Ja. Ich glaube, ich habe noch keinen gefunden, der mir wirklich sagen könnte, das ist gesund und das ist ungesund. Ja. Weil jedes Mal kann ich dazu sagen, aber wieso? Kann ich eigentlich, mal eine kurze Zwischenfrage, kann ich an meinem Urin messen, ob mein Körper jetzt quasi gereinigt ist? Klar, du musst mal dran lecken. Nein, war ein Spaß. Kannst du, ich hätte es nein, jetzt. Kannst du so nicht. Kannst du so nicht. Genauso wenig wie man. Also viele reden ja von, ich bin übersäuert und was weiß ja. Das geht auch nicht. Der Körper, der menschliche Körper ist wie jedes biologische, wie jeder biologische Organismus eben keine Maschine. Da kann man nicht sagen, dieses EVA-Prinzip des Computers, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, das ist immer so. Ja. Nein, ist es nicht. Ja. Wir leben in einem ständigen Gleichgewicht, ein Fließgleichgewicht, Steady State nennt man das. Das heißt, wenn ich da was reinkippe, dann ist das nicht so, dass das immer wieder unten rauskommt. Und das wird irgendwie verwechselt, verstoffwechselt, umgebaut, abgebaut. Also diese Idee, du musst weniger Säure zu dir nehmen, damit du weniger sauer bist, weil du bist ja so sauer in dir drin und du musst dann mehr pinkeln, damit die Säure rausgeht, ist rein plakativ gedacht. Kann das zutreffen? Stimmt so nicht. Kann zutreffen? In bestimmten Mengen zutreffen, definitiv. Genau, habe ich verstanden. Aber wenn es nicht zutrifft, heißt es nicht, dass es falsch oder richtig ist. Richtig. Weil eins habe ich in den Jahren in der Medizin gelernt, es gibt kein wahr oder richtig oder falsch. Das gibt es nicht. Es gibt nur könnte sein oder könnte nicht sein und statistische Häufigkeit. Ja. Ja. Also inwieweit all diese Helden, die immer genau wissen, was richtig ist und was falsch ist, da mache ich einen großen Bogen drum. Ja, ich kenne einige Professoren, die alles immer genau wussten, die lügen. Ja, immer. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, Globuli haben keine Wirkung. Ja. Ah, da bin ich mir sicher. Aber können wir noch mal drüber reden, anders mal. Hallo Anita an dieser Stelle, weil es ist jetzt ein Insider, aber trotzdem. Okay, hallo Anita. aber alles andere ist tatsächlich, wenn man es mal im Rahmen des Steady States und des Fließgleichgewichts sieht, immer sehr relativ. Also, wenn du abnimmst, scheidest du Giftstoffe aus, die könnte man wahrscheinlich theoretisch sogar im Urin nachweisen. Mhm. Würde aber keiner tun. Ja. Alles, was man so nachweisen kann, muss schon in relativ hohen Konzentration da sein. Der menschliche Urin, ja, wenn jetzt mal von Säure wieder ausgeht, sollte sauer sein. Weil der saure Urin davor schützt, dass sich Keime in unseren Harnröhren und Geschlechtsorganen ausbreiten und dass wir dann Blasenentzündung kriegen. Das heißt, ein saurer Urin ist ein Schutz vor Blasenentzündung. Wenn das, oder bei der Frau, das saure Scheidenmilieu ist ein Schutz vor Blasenentzündung. Also kann es gar nicht so gut sein, zu wenig Säure zu haben am Rande. Okay. Ja? Der menschliche Körper selbst hat einen ganz fest eingestellten pH-Wert, also der Säurewert deines Blutes.
Wenn der nur um 1% abweicht, bist du tot. Ja, also diese Aussage, du hast so viel Säure in dir, wird in deinem Körper so nicht, stimmt so nicht. Sondern natürlich haben wir ganz viele Puffermechanismen, die das wieder auffangen, abfangen, die dann ausgeschieden werden, die dazu führen, ja, dass wir irgendwo anders abbauen. Also das ist alles ein großes System. Und diese naturalistische Vorstellung, diese einfache, banale Vorstellung, wenn ich das so mache, passiert das, stimmt nie. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Weil es da zu viele deshalb Variablen gibt, genau, in unserem, genau, System. Ne? Ja, viel zu viele. Und wir, ja, also, wir glauben, etwas zu wissen, aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass wir noch nicht alles wissen. Ja. Was mir in dem Zusammenhang auch immer wieder auffällt, ist halt, dass es ganz viele, dass es hier auch gerade hier in Deutschland mehr Ärzte gibt, als eigentlich da ein Studium abgelegt haben als Arzt. Ne? Also alles so Hobbyärzte quasi, so im Internet, ne? Oder ja, auch aus dem Bekanntenkreis, die dir auch immer sowas erzählen oder auch die dir sagen, ja, du musst die und die Diät machen, so, aber das haben wir jetzt ja gerade schon alles geklärt. Ja, aber Medizin ist keine Zauberei. Mhm. Also Medizin ist eigentlich ein Handwerk. Ja? Mhm. Es hat schon einen Grund, warum die Ausbildungsstätten in Amerika Medical School heißen. Ja, Medizin hat zwar auch mit Wissenschaft zu tun, aber viele Glaubensrichtungen verteilen sich in der Medizin. Mhm. Und die verlassen dann halt sehr schnell die Wissenschaft. Mhm. Ja, und da gibt es dann unendlich viele, die unter dem Deckmantel der Medizin das, was wir als schulwissenschaftlich bezeichnen, einfach verlassen. Ja. Weil sie irgendwelche anderen Ideen haben. Ja, das fängt an von Magnetfeldtherapie über was weiß ich was, ja, bis hin zu Globuli und, ja, und alles das, was man nachweisen kann, was stimmt, wird irgendwann auch in den Kanon der Schulmedizin aufgenommen. Ja, die anderen fallen halt den Bach runter oder die Leute machen viel Geld damit. Ja, ja, das ist der Punkt. Also nochmal, Medizin an sich ist jetzt nicht so allwissend, wirklich nicht. Also die behaupten, sie wüssten alles, die wissen gar nichts, ja, die können gar nichts wissen. So. Wenn du mich also fragst, was ist gesunder Abnehmen, jetzt kommen wir wieder zum Jitschem, jetzt schließt sich der Kreis, ja, es gibt kein gesundes Abnehmen, weil der Begriff gesund schon mal echt schwer zu definieren ist. So. Höchstwahrscheinlich kann ich aber sagen, wenn du abnehmen willst, musst du dich Mangel ernähren, ja, damit der Körper auf Mangel schaltet. Und das war jetzt so mein Plan, den ich da hatte. Also ich wollte gerne dieses 16 zu, zu 6, nee Quatsch, 16 zu 8, mal ausprobieren und wollte dann in der Zeit von, also Start, dass ich wieder essen darf, tagsüber, bis ich nach Hause komme, weil dann gibt es warm bei uns, ne, weil das ist so, wir essen dann alle zusammen. Ne. In der Zeit wollte ich gerne irgendwas haben, wo ich trotzdem satt bin oder das Sättigungsgefühl habe, aber nicht zu viel Kalorien zu mir nehme. Und da habe ich mal gedacht, ich gucke mal demnächst, was so die Rohkost zu bieten hat. Also ich will jetzt kein Rohkostpapst werden. Ich weiß, du hast da auch eine sehr... Nee, du hast eigentlich keine... Er hat keine gespaltene Einstellung zur Rohkost. Was habe ich? Sondern was er ich? Hat eine ganz bestimmte Einstellung zur Rohkost. Tatsächlich? Ja, hast du. Wieso? Wir haben letztens schon mal telefoniert zum Thema. Naja, also alles hat so seine Berechtigung. Mein Pferd ist auch Rohkost, muss ich dazu sagen. Und das lebt super damit. Also so ganz ungesund kann das jetzt nicht sein. Ja. Aber für uns Menschen weiß ich nicht. Bin ich mal anderer Meinung. Aber egal. Aber so zwischendrin. Was heißt dann zwischendrin? Also wenn das auch der Punkt ist, 24/7 davon ja, aber der Punkt ist der. Wenn du wieder, jetzt reden wir wieder von zwischendrin. Was heißt denn zwischendrin? Wenn du es schaffst, 5 Stunden zwischen 2 Mahlzeiten einzuhalten, dann kannst du meinetwegen auch Rohkost essen. Mach ich doch auch. Klar, Salat ist ja auch Rohkost. Ja, so meinst du. Ja, klar. Das heißt, also wenn du morgens frühstückst und dann nach 5 Stunden wieder was isst und dann nach 5 Stunden oder mindestens 5 Stunden wieder was isst, ja, und dann wieder diese Nachtfastschlaf, Nachtphase, hast Nachtfastphase. Nachtschlafphase. Nee, das nicht. Achso, das war das andere. Nachtfastphase, okay, hast, dann, schweres Wort, dann ist das ja okay. So meine ich das. Ja? Dann kannst du auch mittags Rohkost essen. Musst du aber nicht. Du kannst auch mittags einen Hamburger essen, wenn du möchtest. Wenn es dich danach verzehrt. Ja, ja, aber ich denke, wenn ich Rohkost esse, dann habe ich noch mehr Kalorien eingespart. Ja, du willst jetzt alles kombinieren, dann ist doch gar nichts. Okay. Ich könnte Staub essen. Was ist mit Staub? Weiß nicht, kommt auf den Staub an, wo er herkommt. Achso, auf meinem Schreibtisch. Naja, an dem Schreibtischstaub, weiß nicht. Da sind schon viele Menschen drauf. Nein. Also, ich wollte jetzt nicht gestorben sein. Achso, nee. Ich dachte jetzt auch an was ganz anderes. Ja, ich dachte es mir.
Es ist nicht so staubig meistens. Ja. Also die Sache mit der Rohkost ist okay. Du kannst, also ich kombiniere ja auch, was ich, wenn ich die Diät mache und ich habe in meinem Leben, ich habe das neulich mal nachgerechnet, etwa 70 Kilo abgenommen. Das heißt aber nicht, dass ich 70 Kilo hatte, sondern das meiste, was ich auf einmal abgenommen habe, waren 16 Kilo, dann habe ich wieder 10 Kilo abgenommen, dann mal wieder so und so viel. Also immer wieder auf und ab und auf und ab. Das ist nicht gesund. Liebe Kinder, dürft ihr nicht tun. Am besten ein Gewicht ein Leben lang. So vom Baby, man wird geboren mit etwa 70 Kilo und behält man dann so, ja, so wie er. Nein, schwere Knochen. Aber dieses Ab- und Zunehmen, ja. Und ich habe es anfänglich, ich habe es mit Formula-Diäten gemacht. Das heißt, ich habe einfach nur auf Kalorien geguckt und habe das, was ich brauchte, über irgendwelche Pulverchen zu mir genommen. Ja. Diese Pulver haben den Vorteil, dass dann alles drin ist, so Zink und was weiß ich, Spurenelemente, damit man sich nicht mangelernährt oder nicht zu sehr mangelernährt. Und nur Kalorien. Das ist gar nicht verkehrt. Das funktioniert auch. Gesund, sage ich ja, weiß ich nicht. Aber es geht, damit kann man abnehmen. Habe ich gut geschafft. Mhm. Dann FDH. Man frisst einfach von allem die Hälfte. Klappt nur dann, wenn man vorher nicht das Doppelte gegessen hat. Ja? Das ist genau der Punkt. Und da frage ich mich jedes Mal, wenn die sagen, ja, ich esse nur die Hälfte. Also was habe ich denn? Da frage ich mich, wer definiert denn das Ganze? Ja, was ist denn das Ganze? Das Ganze definiert sich einfach nach diesem Abnahmeplan, also diesem Essenskalender von vorher, den ich am Anfang erzählt habe. Mhm. 3 Wochen lang Kalender führen, aufschreiben, wie viele Kalorien, wann nehme ich zu, wann nehme ich ab. Und das ist das Ganze. Ja. Und davon nur die Hälfte, ganz einfach. Ja. Geht auch. Ist eine Möglichkeit, jetzt kann man das einem anderen verknüpfen, das heißt, man macht eine Trennkost mit Rohkost, abends Kohlenhydrat reduziert, in der man nachts ganz lange Pause hat, dann hast du so alle Diäten in einem und wenn du dann noch das ein oder andere Essen durch so ein Formula-Trink ersetzt, nimmst du wirklich schnell ab. Dann hast du so die eierlegende Wollmilchsau für dich entdeckt und wenn du dann noch Pillen dazu nimmst, dann macht dein Kreislauf ganz die Grätsche. Und dann die Wattebäusche mit dem... Ja, auch das funktioniert. Das Hungergefühl ist unter anderem gesteuert, nicht nur durch die Stoffe im Körper, sondern auch durch den Blähungszustand des Magens. Also die Wattebäusche müssen es ja nicht sein. Es gibt ja so Quellsachen. Also es gibt so ein paar Diäten, die mit viel Quellstoffen arbeiten. Auch das kann funktionieren, dass du dann... Das wird quasi so ausgeschieden, wie es reingekommen ist. Ja, ja. Und da wird nicht viel Kalorien rausgeholt. Es hat zwischendurch nur mal den Magen gebläht. Okay. Ja, kann funktionieren, aber nicht bei jedem. Also jetzt, wo wir so drüber reden, glaube ich, ist mein Weg, und das habe ich ja gerade bei dir gelernt, jeder hat seinen eigenen Weg, wenn es vernünftig läuft. Ich glaube, mein Weg wird sein, einfach bewusster zu essen, einfach normal zu essen, also was für mich normal bedeutet. Dieses Heißhungergegesse von der Schokolade einfach mal wegzulassen. Ein bisschen Rohkost. Früchte vermeiden, so ein bisschen, ne, wegen Zucker. Und ansonsten abends einfach die normale Portion, die meine Frau kocht, die esse ich einfach. Und davon auch wahrscheinlich nur einen Teller oder so. Kann klappen. Ne? Kann und klappen. Und natürlich Sport. Sport natürlich. Kann klappen. Irgendwas mit. Kann klappen. Aber nicht in 4 Wochen 10 Kilo. Das Gesicht war schön. Ja, lieber Sascha, das war's dann mit meiner Challenge. Der Doc sagt, es geht leider nicht. Doch, also du kannst. Er kann locker in 4 Wochen 10 Kilo abnehmen. Aber nicht so, wie er sich das gerade so schön redet. Von ein bisschen Baba und ein bisschen weniger und ein bisschen Bobo. Das klappt nicht. Das dann braucht man einfach eine längere Zeit. Nee, weil das ist das, was ich am Anfang sagte. Dein Körper fühlt sich dann verarscht. Das heißt, du reduzierst dann die Aufnahme von Energie. Ja? Und so nach 3-4 Tagen sagt dein Körper, hey, wir haben Hunger. Ich habe ständig Hunger, ich bin echt ein hungriges Kerlchen. Und das hört dann auf, weil dein Körper sagt, es gibt einfach nicht mehr. Ja? Der denkt sich, wir haben gerade eine Hungersnot, wir kriegen weniger als vorher. Und dann fährt er den Kalorienbedarf runter. Du nimmst also nicht ab. Ganz einfach. Du nimmst dann nicht mehr ab. Du nimmst dann 1-2 Tage ab und dann ist Pam Feierabend. Das hat man ja meistens bei solchen Diäten. Ich habe ja auch schon mal das eine oder andere so irgendwie probiert. Hat nicht funktioniert bisher, gell? Du hast in den ersten Tagen wirklich, wirklich Erfolge und dann, klar. Also, dann nehme ich das mal mit. Dann wird das halt einfach nicht funktionieren. Ich mache Nein, pass auf. Also wenn, Sascha, pass auf. Red dir mal gut zu. Er will ja abnehmen und er muss diese 10 Kilo abnehmen, ja? Er muss dann aber wirklich sich zusammenreißen.
Also Sport machen ist gut, das sollte er. Und er muss tatsächlich seine Kalorienzufuhr angemessen an den Tagesrhythmus deutlich reduzieren. Wenn du in 4 Wochen 10 Kilo abnehmen würdest, glaube ich, darfst du nicht mehr als 1200 Kalorien am Tag zu dir nehmen. Ich glaube, wir hatten aber auch 2 Monate gesagt. Fällt mir jetzt gerade ein. Nee, wirklich jetzt ohne Scheiß. Ein halbes Jahr war es, oder? Nee, ohne Scheiß. Ich glaube, wir hatten wirklich 2 Monate gesagt. Nee, ja, kann sein. Also egal, was ihr gesagt habt, wie lange. Ja. Aber das musst du überlegen. Ja, klar. Also du kannst gesünder, um das Wort mal wieder zu quälen, wäre es tatsächlich zu sagen, ich möchte gerne in einem Jahr 10% meines Körpergewichts verlieren. Das ist auch das, was wir Mediziner als gesunden oder ungesunden Gewichtsverlust definieren. Okay. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich habe abgenommen, ja, dann frage ich, wie viel. Wenn das mehr als 10 Kilo, also 10% ist in einer bestimmten Zeit, dann würde ich sagen, das ist problematisch. Ja? Das geht. Du kannst viel mehr abnehmen, überhaupt kein Problem. Du darfst halt nichts mehr essen. Ja? Das ist aber Qual. Und vor allem, der Körper schaltet dann noch schneller um. Also es ist möglich. Wie gesagt, ich habe es selber schon geschafft. Ja, 8 Wochen, 16 Kilo, kommt hin. Und den Mais nimmst du tatsächlich ab am Anfang. Das geht. Ja. Allerdings musst du dann wirklich sehr wenig zu dir nehmen. Mhm. Und wenn dann der Punkt kommt, wo du auf einmal nicht mehr zugibst oder wo es nicht mehr weitergeht, dann musst du noch weniger essen. Dann wird der Spatz noch kleiner. Ja. Und dann wird es wirklich schwierig. Wo ist der gesunde Punkt? Also wo ist dann der Punkt, wo es wirklich gefährlicher wird? Und deswegen ist es gut, dass wir mal drüber reden, dass ich mal hier hingekommen bin. Ich glaube, es ist auch so für jemanden, der es jetzt sich anguckt, vielleicht auch mal so eine Art, wir sind so eine Art Erleuchtung oder sehr informativ halt einfach nur zu wissen, es ist eigentlich ungünstig, einfach mal so damit anzufangen, sondern man muss sich Gedanken darüber machen. Ja. Vielleicht darf ich noch was sagen. Das ist meine Meinung. Ja? Das ist meine Meinung, die ich durch lange Arbeit mit mir selber, mit meinem eigenen Abnehmen und Zunehmen, die ich mit Patienten über lange Zeit festgestellt habe, was ich mir so an historischem Wissen und an medizinischem Wissen und an Tatsachen erarbeitet habe. Ja. Frag 3 andere Ärzte und du wirst 5 verschiedene Meinungen sehen. Das glaube ich. Das glaube ich. Mit Sicherheit. Ja. Ja. Allein schon, was den Begriff gesund betrifft. Aber ich versuche immer so den Weg zu wählen, der wenigstens alles mehr relativiert. Ja. Also es fängt, wie gesagt, für mich alles steht und fällt mit dem Gesundbegriff um. Wer sagt denn, dass das, was du da gerade mit dir rumschleppst, schlecht ist für dich? Mhm. Wer sagt denn, dass du, wenn du so bleibst, gesundheitlich einen Schaden erleiden wirst? Statistisch, klar. Kann man sagen. Ja, mit einem bestimmten Übergewicht, klar. Aber weißt du, das ist schon, da geht es schon los. Ja. Wo beginnt das? Also ich kann dir garantieren, wir haben noch vor 10 Jahren war der BMI Maß aller Dinge und du musstest im Idealbereich drin sein. Ja. Das ist nicht mehr so. Heute sagt man BMI plus mal 10%. Ja, also das Ideal plus 10%, also normal plus 10%. Dann kommt man etwa so hin. Und da wird garantiert auch wieder irgendwann jemand sagen, nö, das ist vielleicht doch anders oder so. Also, du musst für dich rausfinden, was gesund ist und hör nicht auf irgendwelche Gesundbeter oder so, sondern ob du abnimmst oder nicht, sagt dir nicht das Licht, sondern die Waage. Richtig. Und vielleicht sollte man an dieser Stelle auch mal eins dazu sagen. Das klingt ja alles ganz spaßig, wenn ich jetzt sage, Shogi Banuki hat beschlossen, dass ich hier 10 Kilo abnehmen soll. Aber wenn ich das nicht selber wollte von mir aus, dann würde ich das auch nicht machen. Ich würde ja nicht, nur weil irgendwer sagt, du nimmst jetzt ab, abnehmen. Ne? Das ist nämlich totaler Schwachsinn. Und das sollte man vielleicht mal als Message da draußen. Ob er das wirklich will, sehen wir dann in 2 Monaten. Ja, das werden wir sehen. Vielleicht verzögere ich die Ausstrahlung dieser Sendung um ein halbes Jahr oder so. Okay, aber das sieht man. Also, wir haben heute den, warte. Guckt euch das an, Ja. Das ist kein Sixpack, das ist ein Sixpack. Wer will denn eigentlich ein Sixpack, wenn er ein ganzes Fass haben kann? Genau. Ne? So ist es doch. Ja, das sind die guten Ausreden. Carsten, ja. Ich würde mich ganz gerne bei dir bedanken, deswegen tue ich es auch. Es war mir ein Vergnügen. Dass du dir die Zeit genommen hast. Aber gerne. Für mich und für meine Anliegen. Für dicke Freunde tut man alles. Wir sind dicke Freunde, sehr. Und ich hoffe, dass ich da so mit deinen Ratschlägen ganz gut durch die Zeit so komme, dass ich das alles umsetzen kann. Ich bin wirklich erstaunt, wie du das siehst. Und ich finde es auch gut, wie du das siehst. Das deckt sich so mit dem, was ich so denke. Ach, guck. Ja.
Und ist nur einfach gleich alt. Also. Ist einfach gleich alt. Bei dir sieht man es sogar. Bei mir sieht man es sogar. Jetzt übrigens, die Kamera gucken. Kräftige Leute haben weniger Falten. Ja? Ja. Weil das alles so aufquillt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Danke. Überleg dir das gut, ob du das willst. Ja, meine Lieben, also, das war der Carsten Kutscher, der hat mir jetzt ein paar coole Tipps gegeben, die mich zum Denken, zum Nachdenken angeregt haben. Und ja, Carsten, nochmal, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Oh, Händchen. Und ja, das machen wir auch hier immer so. Und ja, vielen Dank und bis demnächst. Danke. Freeze. Tschüssikowski.